Luca Cereda, es gibt kein weiteres Playoff-Märchen für den HC Ambri Piotta. Im Jahr 2020 haben sie jetzt 7 Mal mit einem Goalunterschied verloren. Wo sehen Sie im Moment die Hauptprobleme und die Hauptschwierigkeiten bei Ihrer Mannschaft? Ja, ich glaube, wir sind nahe dran, aber es fehlt noch etwas. Und, ich glaube, wir werden die Antworten nur durch die tägliche Arbeit finden. Diese Woche war nicht gut genug. So, ich erwarte, dass wir ab Montag wieder voll dabei sind. Können Sie uns das ein erläutern? Nicht gut genug? Ja, wir haben nicht gut trainiert. So. Das Resultat ist, haben Sie auch gesehen. Jetzt hat es zuletzt geheißen, hoffen und träumen von den Playoffs. Und jetzt heisst es dann überleben wollen. Wie blicken Sie in dieser Platzierungsrunde, in diesem Überlebenskampf entgegen? Wie sehen Sie die Ausgangslage? Ja, ich glaube, das ist die Realität von unserem Club. Oder? Die letzten 15 Jahre, ich glaube, Ambri hat nur 2 Mal die Playoffs erreicht. So, das ist die Realität von unserem Club. Darum haben wir auch vor der Saison gesagt, das Ziel ist Liga Erhalt, weil die Realität heisst, wir müssen kämpfen jeden Tag zum Überleben. Und das wird jetzt die nächsten ein paar Wochen und Monate nicht anders sein. Dafür viel Erfolg. Besten Dank. Danke.